Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Shenmue. Ich bin Sam Simafix. Beim letzten Mal haben wir uns hier mit unseren guten Freunden den Mad Agency angelegt. Wir konnten hier einige Informationen daraus handeln und haben nun immerhin einen Namen, die Sangha. Da haben wir unsere beiden Typen, die wir schon ungefähr 100 Mal fertig gemacht haben, hier getroffen und sie konnten uns die Informationen geben. Genau, wir haben nämlich einen Termin. Und jetzt reden wir aber okay, kommt noch nicht. Sehr gut, da kann ich noch ein bisschen weiter labern. Naja, zumindest, wie gesagt, wir sind hier im Hafen. Unser nächster Tag ist hier geschafft. Nozomi hat gesagt, dass sie uns verlässt und dass sie nach Kanada reist, was natürlich sehr traurig ist. Und das heißt, wir müssen nun alleine hier voranschreiten. Aber nichts kann es aufhalten. Wir reden jetzt mal mit Kusong und dann ist der Tag eh schon wieder vorbei. Mind if I ask you something? What is it? Could you translate this for me? A Chinese martial arts scroll. The stab armor is a palm blow that utilizes the body's power. Take one step forward and two steps back, and then tense your limbs. The resulting impact is capable of penetrating armor, powerful enough to fell a fierce tiger in one hit. It's a different style from mine, so it's not clear, but if you remember what I read while practicing, perhaps you could master it. Really? I have work to do. Thanks. Sorry to bother you. Ach, das war's? Okay, cool. Ich dachte, wir können hier nur irgendwie darüber reden, dass Land hier ist, dass wir ihn verfolgen. Okay, gut. Hey. Wenn es Güsang nicht interessiert, wieso soll es denn bitte mich interessieren? So, jetzt ist immer noch der 8. Das heißt, das Spiel lässt mich immer noch nicht raus. Wir haben jetzt aber hier erstmal eigentlich nichts mehr zu tun. Naja, laufen wir mal in den Hafen ab. Die Hoffnung besteht ja immer, dass hier irgendwas passiert. Excuse me. I'm in a hurry. I got or someone else. Du siehst richtig aus, als wärst du im Stress. Ein gescheiter Fischer, der kann immer reden. Auch während ich hier mit den Fischen kämpft. Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich versuche es einfach hier rauszukommen, Mann. Weil es gibt ja leider echt nichts zu tun, Mann. Nichts Sinnvolles. Na gut, schauen wir mal. Also wir schauen noch kurz in unser... zwei Ausländer, die ich hier kenne, sind am Longsa beteiligt. Ja, genau. Das ist der große Dealer Longsa. Und das sind natürlich hier... Also ich gehe mal stark davon aus, die beiden Typen, die wir halt immer treffen und die uns immer Ärger bereiten. Mark. Dio, I got some big news. Huh? I overheard Tony and Smith saying that a Longsha is going down soon. Really? When's it gonna happen? Maybe within the next few days. I see. Be careful, Theo. Yeah, you too, eh? No problem. I'm cool. But I'm worried about you, Theo. Longsha. Okay. Das ist unser Stichwort, der Longsha, der Deal. Und die beiden Ausländer, wie gesagt, das werden, ich denke mal, wieder unsere Freunde sein, die Matrosen, die uns seit 100 Jahren hier verfolgen. Aber ihr wisst ja. I'm looking for Nein. Wir können nichts mehr mit dir rausfinden. Geh einfach. Geh einfach, Rio. Verschwind einfach. Nein. Quatsch mit irgendwelchen random Personen. I'm sorry, I can't talk now. Excuse me, you need directions? No, never mind. What is it? I'm out of here. I didn't catch. Kommt davon, wenn man so unhöflich ist. Tja, jetzt muss ich wahrscheinlich bis 8 warten und ab 8 kann ich dann wieder heim. Gibt's irgendjemanden, den wir anrufen können? Na, Nozomi können wir anrufen, einfach mal so. Immer wenn wir nichts zu tun haben, müssen wir Nozomi anrufen. So, Vorwahl, wieso müssen wir eigentlich auf Vorwahl wählen? Theoretisch. Ja, okay, wir sind hier nicht in Yosuka. Komm schon, komm schon. Oh, schau dich mal an, was der Rio schreibt. Das ist ja allein schon hier ganz am Ordnung. Ich finde das mit dem Notizbuch echt nett. Hat man wirklich so ein Detektiv-Feeling. Wo ist Charlie, ja? Den haben wir auch letztens gefunden. So. Feuerwehr könnte man rufen.
22550 4 6 8. Komm schon. Vielleicht hat sie was zu sagen, weil sie sagt, ich bin müde, ich habe keine Zeit für dich. Wir haben da so schon ewig. Okay, jetzt letztens seit der Katze hinter. Aber mein, wir sind ja immer ein Dobita. 2 2 0. Schauen wir, ob sie irgendwas Schönes zu sagen hat. Ah, wieso geht es jetzt wieder nicht? Nur 4, 6, 8. 5, 5? Ich hasse das immer. So, ich weiß noch nicht, ob man schneller blättern kann, aber wir machen das jetzt so. 0, 4, 6, 8. Hä? 5, 5? Oh, Leute, ich bin dumm. Ja, komm, ist jetzt auch wurscht. Nein. Obwohl. Verdammt, 2, 2, 5, 5, 0. Was? Ich bin echt blöd, Mann. Ich... 5. 5. 0. Nicht mal lesen kann er mehr. Okay. Hello? Hello, it's Ryo Hazuki. Oh, yes. What is it? Is Nozomi there? No, she hasn't come home yet. I see. Should I have her call you when she gets home? No, thank you. All right, if you're sure. Yes, sorry to bother you. Don't mention it. Schade. Keine Nozomi. Oh, Leute, der Bus kommt in 2 Minuten. Beeil dich, Ryo. Okay. Dann nicht mit, können wir nicht mit Nozomi sprechen. Ja, wie gesagt, Freunde, es ist halb 9 Uhr, Mann. Was treibt denn das Mädel allein hier auf den gefährlichen Straßen von Dobita so? Ich hab mal Angst um meine Kleine und so. Man lässt mich das Spiel jetzt heimgehen. So, wir kommen immer früher heim. Es war zufällig, es ist Samstag. Wir müssen noch 15 Minuten warten. Egal, das sind ja Sekunden. So lange schauen wir mal. Also, ganz ernsthaft, wir benutzen eigentlich wirklich nur noch unsere Kick-Attacken, die sind so super. Der Stammtritt nicht hier. Der Schwalbenschlag. Und der Donnertritt sieht auch gut aus, aber das würde ich nie mehr sehen bekommen. Und der Roundhouse-Kick, das sind halt meine Lieblingsfähigkeiten. Mit denen kann man so gut kämpfen. So. Schauen wir unser Foto an. Schau ich an, seht ihr? Da hat sie gesagt, lächelt auf dem Bild. Seht ihr diese schöne Lache von Ryo? Toll. Muss ich meinen Walkman hier anschalten, bis langweilig. Komm. So, keine Zeit, der Bus ist da. Endlich geht's heim, Mann. Nein. Alter Ryo. Das ist immer das Schlimmste, Mann. Ich hasse es so sehr. Mir ist es ja nicht noch passiert, aber ich glaub's mir nicht, wie oft mir das so passiert ist, als ich so gespielt habe, Mann. Ich will da einfach in diesen scheiß Bus ansteigen. Was macht er? Er schaut in diesen Kackplan an. Ich verpasse den Bus, muss wieder eine halbe Stunde warten. Oh nein, nein, nein. Alter, 10 nach 9, ne? Oh oh, Ines-san grübelt schon wieder. Aber auch Ines-san schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Alles wurscht, Mann. Ihr wisst ja, der Einzige, der für mich wichtig ist, ist der Weihnachtsmann! Und der ist immer hier, immer wenn wir vorbeilaufen. Egal wann, er ist immer da, ist für die voll toll. Welcher ist noch eigentlich? Der 20. Ja, weil wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja auch Weihnachten. Ich glaube, bei Weihnachten gab es auch irgendein Event mit Nozomi, wenn ich mich da nicht ganz irre. Müssen wir mal schauen, dass wir am 24. dann hier schauen, dass wir sie treffen. Aber da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Denn jetzt wollen wir erstmal wieder heim. Wir haben auch schon lange Mimi und Megami geschaut. Aber hey, mein Trophy durch die habe ich erhalten. Jetzt sind sie mir wurscht. Nee. Aber es schneit nicht. Schade. Ich dachte, wir kriegen weiße Weihnachten. Das hatte nun wieder, hat es mal ja geschneit hier. Aber weiße Weihnachten werden uns nicht gegönnt. Ich bin ja gespannt, wie sie in Shenmue 3 das machen. Ob sie das dann immer noch so mit diesem realistischen Tageswechsel machen. Da bin ich echt richtig gespannt. Oder ob sie sich da, oder ob sie sagen, hey, das hat zu viele Leute genervt, Mann. Aber das wird bisher dem Gefühl von Shenmue stellen. Also, auch wenn es natürlich da was nervt und zum Beispiel, dass ich hier mich nicht einfach, also es gibt jetzt eine Teleport-Funktion hier im Remake, aber die deaktivieren wir aus Prinzip, weil wir sind echte Shenmue-Spieler. Hoffe ich wirklich, dass sie die Funktion, also dass sie das mit dem Tag
Tagesablauf so lassen, weil gehört halt einfach dazu. So, aber jetzt legen wir uns erstmal hin und hoffentlich haben wir nicht wieder einen Traum von Landi, weil der Traum war beim letzten Mal nicht so schön. Good morning, everyone. Morning. Time for a daily warm-up race. You all do your best now. Yeah. Like always, 3 laps to the finish. Everybody ready? Yeah. On your mark. Almost time to go. Übrigens, wir werden diese Rennen nicht mehr allzu oft machen. Also, ich habe ja gesagt, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, also damit wir unser schönes Spielzeug uns kaufen können. Und das haben wir auch gemacht. Aber ich weiß nicht mal, es hat auch alles ein Ende. Jetzt fahr halt, ich lass dich doch eh schon vorbei. Aber ich kann hier nicht überholen in dem verdammten Schlingelding, weil sonst rammt die mich wieder hier gegen die Wand und dann habe ich eh keine Chance. Alter, weiter. Die Nummer 3? Hey, ist meiner heute schneller? Bild ich mir das echt ein? Ich hab das Gefühl, der ist irgendwie 10 mal so schnell. Alter! Das meine ich immer wieder, man kann die echt nicht überholen. Die fahren so aggro. Also wenn das echt der Stabler wäre, dann würden wir mit der Arbeit beginnen. Was hast du mit den Stablern getan? Die sind komplett zerstimuliert. Alter, jetzt hast du mich mit meiner guten Kurve blockiert, Mann. Ich hasse dich, Mann. Ja, Alter! Langt jetzt mal wieder, Mann. Fett, sag mal, ey. Das ist irgendwie, dass ich sagen muss, aber der hockt da in seinem Ding. Da gibt es so ein schönes Bild von so einem ganz dicken Kerl, der da so sitzt, hat irgendwie so XS-T-Shirt und der hockt in seinem, Stapler und sieht mal halt die Plauzen drüber. Und das ist der Typ, Mann. Rammt mich da also ernsthaft mit einem Schwung weg. Ah, schade. Aber ich weiß nicht mal, also ich glaube, 1-2 Tage haben wir noch. Wir haben immer so viel am Hafen zu tun. Aber wie gesagt, wir steuern auch mit großen Zügen auf das Ende zu. So lange dann kommt es wieder, Mann. Also ich weiß ungefähr noch, was passiert. Aber ich bin doch immer gespannt, hier was Neues zu sehen. Das hat mich gerade echt genervt, dass ich meine Abkürzung nicht nehmen kannte. Als wir in dieser Verfolgungs-QTE hatten, da war das auch die Situation, wie wir abgeholt haben, indem wir hier lang gelaufen sind. Zack, weil die fahren da immer außen rum, das sind immer 2-3 Sekunden, die wir hier aufholen können. So, und den kann man rechts überholen. Gibt's ja echt Windschatten. Schau ich mal, wie wir an den rankommen. Aber man darf immer nicht zu gierig sein. Man darf nicht zu gierig sein. Maxi, du bist so lustig. Aber das war einfach schlecht. Ja gut, dann wären wir halt noch Zweiter. Schade, aber wir waren ja letztes Mal nochmal Erster. Komm. Ärgert mich. Nein, das ärgert mich jetzt richtig. Jetzt lade ich gleich nochmal neu. Spiel nochmal 10 Minuten neu. Alter. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Bis nächstes Mal. Aber... ich weiß es, ich hoffe, es ist das letzte Mal. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Stapler. Naja, komm. 2 Rennen haben wir gewonnen. Einmal wurden wir Dritter und zweimal Zweiter. Oder dreimal? Ja, dreimal, glaube ich. Ja. Gerade, also die letzte Runde war ja hart schlecht geworden. Die zweite war 54 Sekunden, waren wir richtig godlike. Finish! Aber die war richtig schlecht. Stirb! Oh man, so close, you almost had it. Here's your prize. Thanks. It's time for work. Let's get cracking. Gotcha. Today you gotta move cargo between warehouses. Gotcha. First take a crate from here over to warehouse number 8 and unload it there. Then take a crate from warehouse number 8 to warehouse number 18. You know where that is, right? I take this to warehouse number 8.
Then I take number 8 cargo to warehouse number 18. Yep. But careful you don't get mixed up. The quota's written on the map. I got it. Okay, liebe Leute, dann legen wir los, oder? Juppa, wunderschön gerade reingefahren. Und dann schauen wir mal. Also, da fangen wir an. Hey, wo fange ich denn an? Ich sehe nicht mal, wo ich anfangen soll. Ach, gerade ist auch natürlich falsch. Ich weiß nicht, wieso der sich immer falsch umdreht. Also zu Nummer 8 und dann zu Nummer 18, aber die Karte ist also so geil ausschlagkräftig, man. Wieso ist diese Karte eigentlich immer falsch rum? Also, was haben wir? 8? Also, okay, 8, okay. Jetzt. Mir ist es wurscht, ich folge nicht dem Ding. Entschuldigung, das ist immer falsch rum. Nein, ich muss das doch mal folgen. Der fährt den langen Weg, oder? Ist mir jetzt wurscht, ich fahre jetzt einfach mal so. Ach, komm, Mann. Boah, Leute, Mann. 8 Kisten. Wenn wir das schaffen, Mann, haben wir mit den Säcken, die uns da dagegen uns immer fahren. Eher nicht. Okay, die müssen ja da hinten sein. 1 bis 7, na geil. Ne, 1 bis 11, Entschuldigung. Das haben wir schon richtig. Wenn mal einer von euch mir nicht höher vor Steuer fahren. So. Da hinten müssen wir übrigens hin. Das Ding braucht einen Drift, Mann. 3, 4. Was ist denn das für eine Lagerhalle? Ei, man sieht ja auch voll cool, welche Lagerhalle welche ist. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. Ich find's nicht. Das ist Lagerhalle Nummer 8, okay. Hey, ist das ein Bullshit? So. So. Das könnte schwer werden. Müssen wir beide 8 Kisten laden? 8 stand doch da wieder. Okay. Und die roten dann zu 18. So, eine Kiste, eine Dreiviertelstunde. Das kommt nicht so gut in der Vita. Das ist auch so richtig blöd gebaut, Mann. Weil die sperren mir immer gerne den Weg, Mann. So. Nummer 18, da fahren wir jetzt hier lang. Okay, gut. Haben wir so halbwegs hinbekommen. Eine Kiste, also zwei Kisten, zwei Stunden. Aber naja. Das, ich glaube, das ist der letzte Tag, weil... ich erinnere mich, das war das Komplexeste und ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir hier fahren müssen. Also Leute, verabschieden wir uns schon mal gebührenmäßig bei unserem Staplerführer. Bei unserem Staplinger. Ich habe dich schon immer gehasst, du Scheißteil. So. Habe ich erinnert. Ich bin die Nummer 5. Das ist echt mal, bei jedem Rennen starte ich immer als Letzter. Dabei sollte ich mir doch schon meinen Titel hier eigentlich verdient haben, als bester Staplerfahrer der Welt. Ha. So. So, unser Ziel sind 3 Kisten. 3 Kisten ist so gut. Das wäre, wenn wir das vor Mittag schaffen, in Ordnung. Aber es ist gerade schwer, wenn die mal so laufen fahren, Mann. Hey, ich weiß leider nicht, wo die Bremse ist. Ich kann immer nur mal Vollspeed fahren. Oh, Entschuldigung. Ich will gerade, ist keine Zeit für das Foto mit einer Somi anzuschauen. So, dann hier rein. Den überfahren. Also, wenn ich einen Stapler auf mich zufahre, im echten Leben, dann weiß ich nicht, weiche ich da aus, aber die nicht, die sind auch cool. Coole Menschen müssen nicht ausweichen. So. Und so. Naja. Aber ich glaube, wie gesagt, ich weiß gar nicht. Wird man, ich habe keine Ahnung. So sehr achte ich da nicht auf das Geld. Besonders jetzt, wo wir unser Kapselspielzeug alle haben. Und zwar, ich weiß gar nicht mal, ob man jetzt für jede Kiste bezahlt wird oder ob man jeweils halt eine Kiste da tun muss und eine da muss man. Weil es, theoretisch hat man jetzt entweder 4 Kisten, weil wir haben ja 2 da abgeliefert und jetzt die zweite bringen wir jetzt hier. Oder ob das dafür zählt, also dass wir, wenn wir einen Durchlauf halt machen, dann hätten wir bis jetzt erst 2 Kisten. Das wäre nicht so cool. Aber komm, Mann, das schaffen wir schon. Es ist eh gleich Mittag, komm. Also 2 Stunden arbeiten, dann 2 Stunden Mittag, 3 Stunden arbeiten. Nicht schlecht, Mann. Das ist ja ein guter Arbeitstag. So. Aber leider habe ich ja keinen Staplerschein. Nicht so wie Rio. Der hat ja richtig guten Staplerschein gemacht.
2 Minuten Ausbildung. Okay, da ist der Kran. Damit gibt es vorwärts. Und das ist das. Was ist das? Das ist die Bremse. Das kenne ich nicht. Das brauche ich nicht. Das muss mir gar nicht erklären. Okay, du hast bestanden. Komm, fahr los. So war unsere Ausbildung. Hisoka, wieso bringst du eigentlich jetzt nie Lunch mit? Aber. Ah, könnte sogar noch. Komm. Wenn wir jetzt ganz schnell sind. Was wir nicht sind, weil wir müssen erst die Kabel wieder annehmen. Ach, wurscht, komm. Verdammt. Ja, okay, das war's. Na, ich dachte, wir schaffen zwar nicht mehr 3 Umdrehungen. Also 4-mal nicht, 3. Die dritte sind wir ja gerade. Aber wir könnten es noch schaffen, eine Kiste da von hinten da vorzubringen. Aber dafür müssen wir jetzt Speed geben, Mann. Komm, Junge. Aus der Bahn. Übrigens, das ist echt die also es ist ganz gut, dass der Ego-Perspektive ist, weil wenn da jetzt einer vor mir wäre, schau dich an, den sieht man gar nicht. Aber Leute anzugucken macht definitiv Spaß. Aus der Bahn, Mann. Ich bin hier im Einsatz, Mann. Da sind Herzen drin, Menschenherzen. Die brauche ich dafür, um hier eine Notopie durchzuführen. Denn ich bin auch gleichzeitig Arzt. Beides haben wir hier gelernt. So, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier mit Shenmue. Bis dann, haut rein. Ciao.